Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Funky Plays. Heute gibt es die zweite Folge der Teambewertungen. Ich habe gestern die erste Folge hochgeladen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne abchecken auf meinem Kanal. Das hier im Hintergrund ist meine Mannschaft. Ja, da, mal schauen, was wir Donnerstag ziehen. Da werde ich entweder einen Stream oder ein Video auch dazu machen. Einfach mal am Start sein und aktiv bleiben, dann werdet ihr auch nichts verpassen. So, da kommen wir schon zum ersten Team. Hier vom Nico im Tor, Edwin van der Sar, Campbell, Eder Militao, Alexandro, Dani Alves, Flashback, Footmist, De Bruyne, Ballack Prime, Arthur, Future Star, Douglas Costa in Form, Marco Reus, 91er Player of the Month und George Best Prime. So, Jungs, ihr habt das Team ja vorhin gesehen, das wäre meine Verbesserung gewesen. Hier Eden Hazard vorne links für Douglas Costa rein. Statt Arthur habe ich halt Fabinho reingehauen in Form oder halt je nachdem wie das Budget reicht. UCL Live-Karte, du hast 1 Million Budget hast du reingeschrieben, da müsste die UCL Live-Karte eigentlich auch passen. Und dann habe ich halt noch die Position von Reus und De Bruyne gewechselt und hier hinten statt Alexandro 88 Alex Telles oder Telles UCL Live-Karte reingeholt. Das Team gefällt mir so auf jeden Fall sehr gut. Ist ein sehr starkes Team. Das Budget auch sehr groß. Also auf jeden Fall kann man damit sehr, sehr gut arbeiten, auch in der Weekend League. So, da kommen wir schon zum zweiten Team vom Simon. Da muss ich erstmal sagen, also Dalbert hat mir überhaupt nicht gefallen in der Innenverteidigung. Ansonsten noch Skriniar, Kimpembe, Lala in Form, im Tor Handanovic, Ndombele Future. SPC-Karte auf der 6. Golovin Champions League. Keine Ahnung, warum der im Team ist. Matuidi, Douglas Costa, Depay und Cornet. Ich glaube, Food Swap Deals Karten sind das. Ja. Jordi Alba war so direkt erstmal meine erste Verbesserung. Hier wird jetzt sehr, sehr viel am Team geändert. Um Titi auch in die Innenverteidigung. Im Tor Hugo Lloris. Dann auf der 6 statt Golovin, Draxler in Form, der kann auch 10er spielen. Deswegen, ich denke, er will eher einen offensiven Namen zwischen neben Ndombele und Matuidi. Promise hier, Matuidi raus, Kondogbia rein. Ich finde, Matuidi ist dieses Jahr vor allem wegen seinen, ja, also ich sag mal, er hat 2 Sterne Weakfoot und 2 Sterne Skills. Das ist schon echt belastend. Deswegen habe ich hier Kondogbia reingehauen, der ist auch nochmal größer, physisch stärker. Und Promise, weil ich finde, dass Douglas Costa jetzt vor allem nach dem Patch mit 8, also 67 Abschluss einfach nicht spielbar ist. Deswegen Promise im Sturm, der hat 5 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot. Das ist auf jeden Fall überragend. Ansonsten war es das auch schon mit dem Team. Ich denke, ich glaube, das Budget war bei 200.000 etwa. Das Team so wird auf jeden Fall hinkommen, vor allem, weil du halt noch diese Spieler hier verkaufen kannst. Deswegen... Das Team finde ich auf jeden Fall besser als das Team, was du davor hattest. Das wären so meine Verbesserungen. So, da kommen wir auch schon zum dritten Team. Er hat im Tor De Gea, in der Innenverteidigung Fabinho und Koscielny, Linksverteidiger Alexandro, Rechtsverteidiger Kyle Walker, dann 90er Salah in Rot, Fernandinho, Casemiro, Willian in Form, Son in Form und 87 Mahrez. Also, was hier so meine Verbesserungen waren, Fabinho... ist die 87er-Karte sehr stark, aber ich finde der Innenverteidigung ein bisschen gewastet. Deswegen habe ich da an der Stelle direkt mal die Formation geswitcht auf die 5er-Kette. So. Und zwar hierhin. Dann habe ich hier Alexandro raus. Salah. Hierhin Casemiro gefällt mir auch nicht auf der 6. Der sollte auch raus. Mané für Willian. Was ich finde, William für 150k wirklich verschwendet. Ich hatte den im Foodcraft gespielt, ich fand den überhaupt nicht gut. Also der war irgendwie sehr unauffällig. Deswegen Fernandinho auf die 6. Zack, einmal diese Drehung. Und dann hier ansonsten, Jungs, noch Eder Militao, Alex Telles und Koscielny raus. Dafür Van Dijk. Von den Münzen her passt das auch auf jeden Fall. Im Tor kommt jetzt noch Alisson statt De Gea. Vor allem halt wegen der Chemie. Und außerdem denke ich, nach dem Patch ist die Torwartposition jetzt nicht mehr ganz so wichtig, weil wirklich viele Bälle gehalten werden. Ansonsten, ich finde das Team auf jeden Fall besser als das Team, was du davor hattest. Vor allem, weil jetzt Fabinho noch im Mittelfeld ist. Casemiro und Fernandinho ist ein relativ schwaches Mittelfeld, meiner Meinung nach. Und ja, Militao kannst du upgraden auf Future Star Karte, genau wie Alex Telles auch. Halt auf die UCL Live Karte bei ihm. Und ansonsten kann man vorne halt noch überlegen, wenn du genug Coins hast,
kannst du hier die beiden Positionen switchen und Kanté und Hazard reinbauen. Kann man halt alles machen. Muss halt auch wegen den Coins gucken. Das kriegst du für dein Budget auf jeden Fall hin. Ja, das war's auch schon mit dem Team. So Jungs, da ist schon das vierte Team von Jet. Der hat das Team auf Twitter abgeschickt. Das wäre meine Verbesserung für das Team. Wie gesagt, ich habe jetzt ins Tor hier Alisson statt der Rea gepackt, an der Formation ein bisschen verändert. Levin raus, stattdessen dafür Arthur rein. Ja, dann kann Arthur auf der 10 spielen oder halt Pogba auf der 10 spielen und Arthur Gündüzi oder wie man auch immer den ausspricht, auf der 6. Campbell habe ich rausgemacht, dafür Militao rein. Und ja, ich finde das Team auf jeden Fall so ganz solide. Meiner Meinung nach auch besser. Wie gesagt, Jungs, das ist immer meine Meinung zu den einzelnen Teams, was ich besser finde. Haben wahrscheinlich andere von euch ein bisschen andere Vorstellungen, aber ich kann halt nur meine Meinung dazu sagen. So, das war's auch schon mit dem Team. Ich finde das Team auf jeden Fall sehr stark. Dann legen wir mal los mit dem nächsten. So, da kommen wir auch schon zum letzten Team. Hier bei der Mannschaft von Adrian habe ich nur 3 Spieler verändert. Position, alles bleibt gleich. Hernandez in Form für Umtiti. Eventuell kannst du da auch Headliner holen. Dann Kanté für Pogba, weil du schon 4 Offensive hast. Da lieber nochmal einen Defensiven auf der 6 und dann Eden Hazard für Willian, der ist auf jeden Fall besser als Willian. Da gibt es eigentlich auch keine Diskussion. Das war es auch schon mit meinen Verbesserungen. Also hier in der Viererkette mit Marcelo, Varane, Hernandez, Inform, Cancelo, überragend. 6er Matuidi, Kanté, sehr, sehr stark. Ben Yedder, Hazard, Sturridge, Flashback und Salah, einfach ein sehr, sehr starkes Team. So Jungs, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich eure Teams bewerte, dann müsst ihr einfach nur auf Insta und Twitter posten, Jungs. Keine privaten Nachrichten schicken. Posten und einfach Hashtag TeamFunky reinschreiben in den Beitrag. Dann suche ich wirklich aus den Hashtags TeamFunky die Teams raus. Budget reinschreiben, Untradables reinschreiben. Oder wenn ihr irgendeinen Spieler habt, der unbedingt drin sein soll, einfach mal reinschreiben. Ich wähle aus den Mannschaften aus, nicht mehr aus den Mannschaften, die als private Nachricht kommen, das habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt, nur nochmal als Anmerkung, wenn ihr nochmal Schritt für Schritt wissen wollt, wie euer Team ins Video kommt, einfach in die Videobeschreibung schauen. Ansonsten, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und Lust auf Top 100 Streams am Wochenende habt, Teambewertungen, Zuschauergames und so weiter im Livestream dann, einfach ein Abo dalassen, würde mich mega freuen. Ansonsten, bis zum nächsten Video.